Ja, ist ja nicht das Problem. Okay, pass auf. Wir nehmen jetzt dich. Machen beide Waffen aus. Machen beide Waffen nur auf ein Ziel ausrichten. Die sind jetzt ein bisschen härter. Reparatur. Wir richten schon mal aus der Station aus. Klappt das? Das Ding ist echt hart, ne? Die ist schon hart. Der Agent. Wir warpen mal ganz kurz weg. Reparieren mal ganz kurz unser Schiff. Ja, das gehört dazu. Das gehört dazu. Ich so. Ich so. Wir könnten. Ich meine, wir haben jetzt vier Waffen, ne? Wir spielen jetzt ein lustiges Spiel. Passt mal ab. Gucken, ob das geht. Oh, Nase juckt. Einen Moment. Ja, besser. Wir spielen jetzt ein Spiel, meine lieben Freunde. Andockerlaubnis Und das Spiel verbunden. geht so. Wir reparieren unser Schiffchen und wechseln von der Korvette in die Fregatte. Wir haben ja da zwei stehen. Andockerlaubnis erteilt. Danke. So, wir reparieren unser Schiff und zwar, wer ist denn kaputt? In wem sitzen wir eigentlich gerade drinne? In die da. Reparieren. Alle reparieren. Danke. Zack. Dann gehen wir in das Schiff rein und sagen mal ganz kurz. Also die Waffen, ne? Die wären ja schon geil da drinne, aber irgendwie machen die da drinne nichts. Ja, dann bauen wir doch einfach die zwei Waffen hier wieder aus. Bauen das Laser aus. Bauen das Ding hier aus. Bauen das Ding aus. Dann machen wir zu. Und dann steigen wir in was anderes drin. Wie wär's denn mit einer Fregatte? Haben wir doch hier. Wie wär's denn mit der hier? Guck mal, da haben wir eine Fregatte. Dann gehen wir in die Fregatte und stellen fest, guck mal, die hat drei Peng-Pengs. Die Fregatte. Die ist doch schon voll ausgestattet. Warum eigentlich? Ach ja! Das war das Schiff, auf das ich gerade hochgeskillt habe. Stimmt. Du fliegst aber raus. Das habe ich ja offscreen gemacht. Ist mir vollkommen entfallen. Ich habe ja offscreen an ein Schiffchen gebastelt. Und wir klatschen jetzt das da rein. Zack. So. Dann sollen sie uns mal kennenlernen, ne? Habe ich da auch Munition eingelagert? 2000 Schuss. Das ist ein bisschen wenig. Machen wir mal so. Und der ganze Plumperquatsch, der wandert hier ins Inventar. Danke. So. 12.000 Schuss. Ab jeder! Das haben wir hier nämlich. Drei Peng-Pengs in der Fregatte. Und die Fregatte macht jetzt Party. So. Warten wir mal in Position. Warpantrieb aktiv. Warum ist das hier so duster wie in einem Bärenarsch eigentlich? Fragt nicht. Ich meine, das Zimmer ist Südseite. Es hat, ja, okay, ein verhältnismäßig kleines Fenster von nur 2 Metern. Aber es ist draußen so bewölkt, dass das hier arschdunkel ist in der Bude. Mann! Egal. So. Meine Freunde. Papa ist wieder da. Hier, fünf. So, und dich umkreise ich. Und da sage ich jetzt mal Feuer frei. Du kriegst jetzt volle Pfund aufs Maul, ne? Du hast ja mehr, du hast ja hier. Du wolltest doch. Dann komm her, du Arschgeige. Wir haben ein bisschen schneller, ein bisschen Schilde hoch.
Dann kriegst du in die Fresse. So, und der Kleinkram da hinten. Also. Der da. Der kriegt das Ding hier in die Fresse. Das nervt halt schon, ne, dass die anderen alle so scheiße sind. Du kreist dich mal in zweieinhalb. Ich will ja eigentlich dichter rankommen an dir. Warum kriegen die nicht geknackt? Na, geht doch. Geht doch! So, jetzt umkreisen wir mal dich in 5. Dann sage ich doch alle Waffen ohne drauf. So, mal gucken, wie sie jetzt geht. Ach, die ist aufgehoben. Jetzt ist mit euch beten. So, gucke mal. Gucke mal. Ne? Da hat sie nicht mit gerechnet. Dass sie da auf Maul kriegt. Da hat sie nicht mit gerechnet. Der Initiant gibt mir aber auch auf den Piss, ne? Wo bist du denn eigentlich? Du bist da. Pass mal auf, mein kleiner Initiant. Da müsst ihr eigentlich einreichen. Ja, okay, sind 12 Kilometer, ne? Aber, wie viel haben wir eigentlich noch? Okay, die Folge können wir jetzt noch aufnehmen, dann ist Schluss, dann muss ich los. Machen wir nämlich halb durch. Dann muss ich mich hübsch anziehen und dann losgehen. So, jetzt kommen wir zu dir hier. Dich umkreise ich weiterhin in der Entfernung und dann gebe ich dir zwei Dinger voll in die Fresse. So, da guckst du nicht mehr so nett, ne? Und ich schalte mir auch noch auf. Ja, guck mal, wie sie heult. Guck mal, wie sie heult. Das ist die nächste, ihr platzt. So, da kriegt ihr nämlich alle drei jetzt in die Fresse. So, habt ihr davon. Wenn ihr kleine Korvette kaputt machen wollt. Ich stand die Fregatte in die Fresse. So. Das sind die Tutorial-Missionen. Nur so zur Info. Aber wie ihr seht, ihr kriegt die Schiffe ja. Weil das war, glaube ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich diese Schiffe habe. Ich glaube, das war eine Questbelohnung. Ihr wisst das bestimmt besser. Euch fällt das noch ein. So, Dalla. Dann kriegst du da ins Gesicht. Du erzählst ja noch dazu, auch wenn der Missions... Tupi schon sagt, komm zurück. Nee, 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 nee. Die hat mich geärgert, dann kriegt sie ins Gesicht. So. Was bist denn du eigentlich für ein Schiff? Ohne Fregatte. Aber da steht nicht welche. Das steht da echt nicht. Betrachten. Hui. Die gleich die wir haben. Guck mal, sie kriegt aufs Maul und gleich weint sie, weil sie tot ist. Jawohl. Blub. Da waren die Schilde und die Panzerung weg. Blub, da war das Schiff weg. Ah! Hast du davon? Frachtraum öffnen. Das will ich haben. Jo, da jedenfalls wieder. Das Ding können wir abschalten. Frisst bloß Energie. Das macht noch einen Durchlauf. So, was haben wir eigentlich hier noch drin? Wir haben Reparatur. Wir haben hier einmal ja und einmal ja. Das Schiff habe ich nicht selbst kreiert, das Fitting. Das Fitting ist quasi das bereits im Spiel als Vorlage abgespeichert. Ich habe es einfach draufgeklatscht und habe unser Schiff passend geskillt.
Nee, habe ich nicht. Ich habe es nicht dazu passend geskillt. Ich habe unser Schiff geskillt, damit es auf Stufe 1, Stufe 2 von diesem Typ Fregatte ist. So. Alle stapeln, alle mitnehmen, alle abhauen. Denn, ich habe es euch ja schon mal gezeigt, ich zeige es euch gerne nochmal. Wir sind jetzt nämlich hier bei ihr drinne, bei der Fregatte. Und da bin ich auf, nein, darauf gegangen. So, das können wir schließen. Hier bei Meisterschaft auf Stufe 2. Und ich habe jetzt alles durchgeskillt, was hier drinne ist, wenn ich mich nicht irre. Genau, da wird noch ein Punkt geskillt. Da wird noch ein Punkt geskillt. Und hier fehlt noch einmal das Weapon-Upgrade. Und hier fehlt noch das Rapid Firing. Okay. Da muss ich nochmal nachlegen beim Skillbuch. So beim Skillen. Dass wir die komplett auf Stufe 2 gemeistert kriegen. Mission abschließen. Yay! Was jetzt? Fliegen Sie zu den Hotel, zu dem Hotel, das Ihr Agent erwähnt hat, und bringen Sie die VIP zurück. Wenn etwas nicht in Ordnung ist, erstatten Sie Ihrem Agenten darüber einen detaillierten Bericht. Akzeptieren. Schließen. Abheben. Wir haben noch eine Viertelstunde. Da schaffen wir zumindest diese Mission noch. Mindestens. Vielleicht schaffen wir noch eine zweite. Ich meine, das ist Stufe 8 von 9, Nummer 9 von 9 kriegen wir vielleicht auch noch hin. Mache ich ein bisschen länger. Ist ja nicht das Ding. Man muss sich ja nicht ganz, man muss sich ja nicht drakonisch an die Zeiten halten. Ja, man sagt man dazu drakonisch? Egal. Ne? Ich hab zwar Pi mal Daumen so eine halbe Stunde im Kopf, aber ey. Ne, wenn die eine Folge statt 30 Minuten vielleicht 36 oder 38 Minuten lang ist, dann ist das scheißegal. Ja. Ja. Wir nähern uns dem Hotel. Das ist ein Hotel und da sollen wir irgendwas machen. Dem Ziel da annähern. Also, dem da. Düpp, nein, das wurde explodiert. Hilfe, Hilfe. Cargo. Frachtraum öffnen. Ah, guck mal. Tänzer. Exotic Dance. Ja, Wollingen! Lass ran, die Stripperin. Oder Stripper. Weiß es nicht. Ja, wir docken mal wieder ab. Da das da hinten ignorieren will. Weil dann schaffen wir es sogar noch, den Agenten komplett abzuschließen. Außerdem sehen wir nicht gerade mehr so gut aus, weil wir so ein bisschen in der Explosion standen. Ich weiß was nicht, ob das wirklich daran liegt. Aber, naja. Ich wollte halt den Frachtraum noch haben. Exotische Tänzer. Ich weiß nicht, wofür man die braucht. Ganz ehrlich. Warum Berliner hier gerade so viel? Keine Ahnung. Das ist halt so ein. Das ist eins von diesen Items, wo ich dann sage: Okay, warum ist das im Spiel? Was hat es damit auf sich? Warum? Abschließen. Mission erfragen. Mission Nummer 9. Wir gehen ganz kurz in den Frachtraum. Wir stellen fest, wir haben hier irgendwas gekriegt. Was haben wir gekriegt? Noch ein Overdrive. Ja. Stapeln. Danke. Den können wir neu verpacken. Ja. Den können wir neu verpacken. Ja. Die können wir neu verpacken. Ja. Den können wir neu verpacken. Ja. Dich können wir neu verpacken. Warum mache ich das? Also werden wir gleich sehen. Weil jetzt Achtung. Alles stapeln, alles nochmal sortiert, alles schön. Reparieren. Wir sitzen in der da drinnen. Ja, bitte alles reparieren. Ja, hau rein. Kostet Geld, ich weiß. Frachtraum. Unser Frachtraum.
Wir schmeißen das in den Gegenstandshanger und wir schmeißen das in den Gegenstandshanger und wir sagen einmal stapeln. Die exotischen Tänzer haben wir folgenden Informationsbericht. Exotischer Tanz ist als Kunstform anerkannt, obwohl dem nicht jedermann zustimmt. Seine Haut öffentlich zur Schau zu stellen, mag in der Galente Föderation akzeptabel sein, aber im Amar-Imperium ist es eine schwere Sünde und ein Zeichen ernsthafter Andersartigkeit. Achso, oh, guck mal, hier steht sogar extra Exotic Dancer Female. Gibt's auch Male? Markt. Was kosten die eigentlich? Ui, holololol. Wie viel haben wir? 10 Stück? Oh, holololol, 56.000 pro. Cool. Gibt es. Kann ich. Warte mal kurz. Nee, gibt's nicht. Kopieren. Einfügen. Exotic Dancer. Suchen. Mail! Gibt's auch! Siehste? Siehste? Gibt auch nackte Kerle. Wieso kosten die mehr? Sind die seltener? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was das für Zeug ist. Wir haben's. Zerstören Sie das Rauschgiftlager und erstatten Sie Ihrem Agentenbericht. Akzeptieren! Feuer frei! So, wir haben noch eine Viertelstunde. So. Warpen wir mal hin. Ach verdammt, ich habe nicht nachgeladen. Kann ich... Warte mal kurz. Geht das? Wir laden mal direkt nach. Weil dann brauchen wir nicht gleich im Kampf nachladen. Dann machen wir lieber es jetzt. Dann haben wir nämlich volle Magazine. Hallo, liebe Feinde. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Vorstellung von Wie töte ich euch? So, was haben wir denn da? Das sind alles Korvetten, das sollte relativ fix gehen, falls sie nicht noch Verstärkung bekommen. Aber ich glaube, sie bekommen welche. Das Hotel ist... Nee, Hotel waren wir gerade. Rauschgiftlager ist lustig. Wir zerstören nämlich nicht nur das Rauschgiftlager, wir zerstören alles! Die ganze Station! Da habe ich nicht beim letzten Mal Wissenschaftler bekommen. Genau. Und deswegen zerstören wir einfach das ganze Ding. Optimale Reichweite. Gut, wir umkreisen dich in 2,5. Ja, keine Panik. Wir haben euch schon längst im Visier. Pass auf, ich mach mal Folgendes. Das. Für jeden ist eine Kanone da. Bringt das was? Schafft unser... Ich sage ja nichts mehr. Ach so, das finde ich halt ein bisschen blöd, dass er da nicht zumindest um das Wrack noch kreist. Frachtraum öffnen, machen wir mal so. Da kommen die nächsten drei. Ja, die kommen ja schon. Die kommen ja zu uns. Die kommen ja zu uns. Ist ja jetzt nicht so, dass wir uns da und so, ne? Das Schlimme ist, es sieht draußen so grau aus, dass ich nicht weiß, ist das einfach nur bewölkt oder wird es gleich schiffen? Und das ist so blöd, weil dann gehst du raus und weißt nicht, muss ich jetzt einen Regenschirm mitnehmen, wenn ich in die Kita gehe oder nicht? Und das nervt mich bei dem aktuellen Wetter so. Und dass du halt morgens aufstehst und ein Gefühl hast von... Ne, also du stehst auf und dein erster Gedanke ist Scheißwetter. Laune im Arsch. Das regt mich auf. So ein bisschen. So, wir müssen jetzt nur noch die platt machen. Wir fangen nämlich mit den zweien da an. Obwohl der da größer angezeigt wird, der Initiant. Aber die Rookies sind ja noch schwächer. Ich meine, da haben wir ja wieder für... Komm. Machen wir uns keinen Kopf. Kriegt wieder jeder eine Kanone ins Gesicht und gut ist. Die Rookies müssten ja noch eher platzen, müssten ja noch vor dem Initianten platzen.
Haben wir beide dasselbe Schiff, nur wahrscheinlich anders bewaffnet. Alle dasselbe Schiff, nur anders bewaffnet. Gehe ich zumindest von aus. Dass der Unterschied ist, wenn sie dasselbe Schiff fliegen, dass lediglich die Bewaffnung der Unterschied ist. Jetzt kommen wir langsam in Idealreichweite. Da platzt der erste Wookie. Da platzt der zweite Wookie fast. Der ist geplatzt. Der Initiant platzt instant. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also der Initiant ist ja. Also der bekam ja nur einen Schuss ab. Und der ist sofort in Flammen aufgegangen. Was muss noch eine leuchtende, stumme Kugel im Weltraum? Weil da hört ihn niemand schreien. Wie man generell nichts hört immer. Aber egal. Komm und aktivieren. Und schließen. So, meine lieben Damen und Herren und Andersartige. Rauschgiftlager zerstört. Ja, vorher zerstören wir erstmal die Schiffe, die hier fliegen. Ja? Logisch. Warum? Ja, weil die uns auf den Sack gehen. Zack, zack, zack. Der kommt ja bestimmt gleich noch mindestens einmal Verstärkung, wenn nicht sogar zweimal. So, der erste Rookie, zweite Rookie, dritte Rookie. So, sind die schon mal geplatzt. Dann kümmern wir uns hier wieder um den Frachtraum. So, wir fangen an mit den Rookies und dann mit dem Scout. So würde ich es machen. Kümmern uns um die Rookies zuerst. Und den Scout, den umkreisen wir in zweieinhalb. So. Warum machen wir das so? Na, damit die Rookies zuerst weg sind. Dann haben wir nämlich weniger Kanonen auf uns. Und dann kümmern wir uns um den Arsch, der ein bisschen mehr aushält. Zack, zack. Und schon können wir 1, 2, 3. Braten wir die einfach alle Kanonen ins Gesicht. So, schon hat sich das erledigt. Dann kümmern wir uns wieder hier um den Frachtraum. Und hier das gleiche Spiel. Die zwei schalten wir schon mal auf. Und dann werden wir uns erst wieder um die Rookies kümmern. Die preschen ja schon vor, die Dummen. So, da gibt es nochmal eine Munition. Dann schließen wir das. Dann machen wir das. So, und den Agent, den umkreisen wir wieder in zweieinhalb. So, und der Agent wird ein bisschen härter sein, das war der letzte auch. So, Rookie Nummer 1 platzt. Rookie Nummer 2 platzt. Der Agent kriegt schon mal die Kanone ins Gesicht, der kriegt die Kanone ins Gesicht, der kriegt die Kanone ins Gesicht. Wir machen schon mal die Schilde an und den Booster. So. Dann kriegt der schon mal die volle Kanonenladung ins Gesicht und wir boostern uns hoch. Das war, glaube ich, ein Passiver, ne? Das war ein Passiver. So, haben wir es nämlich. Haben wir schon mal die Schilde weg, Panzerung weg, nur noch ein Strukturpunkt übrig und tschüss. So, der hat nichts mehr. Kümmern wir uns um den Frachtraum. Dann schalten wir hier auf das Rauschgiftlager und den Rig. Oder? Aufschalten. Das nehmen wir mit an Bord. Dann nehmen wir uns das in den Frachtraum. Nee, den Asteroiden nicht.
Und ganz kurz zu gucken, dass ich hier das Richtige aufschalte. So, wir haben einmal den Asteroid, das Rauschgiftlager. Achso, du bist das Wrack. Wrack. Das schalten wir nochmal auf. Das Ding umkreisen wir in reichlicher Entfernung. Und sagen schon mal Feuer frei. So. Das Rauschgiftlager sollen wir ja zerstören. Ist ja unsere Mission. Und das Cargo, genau, zerstören wir, weil wir vielleicht noch ein bisschen Fracht abstauben können. Jetzt muss ich dazu sagen, hier in der Fregatte könnten wir Drohnen. Haben wir sogar Drohnen drin? Warte mal ab. Wir haben eine Salvage-Drohne mit an Bord. Bergen. So, nähern wir uns dem bitte nochmal auf 2,5, weil das ja die bessere Reichweite ist. Tut die automatisch bergen oder hab noch nie mit solchen Drohnen gearbeitet? Einem Modul sind die Ladungen ausgegangen. Ja, dann lädst du nach. Einem Modul sind die Ladungen ausgegangen. Inaktiv. Wenn ich jetzt sage, bergen. Wo fliegt sie hin? Irgendwo hin. Das ist cool. Was hat sie eigentlich geholt? Kriege ich das mit? Ja, das da. Sind die Ladungen ausgegangen? Logisch. Das ist nämlich diese hier. Kriegen wir jetzt eigentlich das Rauschgiftlager da am Arsch? Jawoll! Kreisen in 2,5. Zack, zack, zack. So. Das ist das Rauschgiftlager, was hochgeht. Jetzt machen wir noch das Cargo-Weg platt. Dann haben wir auch schon mal Frachtraum öffnen. Einfach mal so. Weil, was haben wir hier drinne? Ich nehme die einfach mal mit. Was soll schon passieren? Nähern wir uns dem an. Hier bleibt leider keine Fracht übrig. Schade! Beim letzten Mal blieb da nämlich eine schöne Fracht noch übrig. Butterbrot. Die steht immer noch auf Bergen. Ich würde jetzt nur mal austesten. Also wenn ich jetzt hier parke. Wie lange braucht die dafür? Ah, dann braucht die natürlich eine Weile, ne? Genau wie wir, wenn wir mit der Salvager-Drohne unterwegs sind. Wenn wir mit dem Salvager unterwegs sind. So, und dann bringt die uns das. Zack. Und dann geht sie wieder auf Bergen. Okay. Stapeln das mal alles. Ich weiß gar nicht, ob das offizielle Drohungen sind. Dieser Booster wird zum Stressabbau benutzt und mit einem Schluck Wasser eingenommen. Klingt jetzt nicht nach Droge. So, die lassen wir jetzt noch einmal salvagen, bis der da durch ist. Mit denen da. So, also nur mit dem einen da. Und dann fliegen wir zurück
Weil unser nächster Gegner wird Wolf sein. So. Drohne. Zurück zum Drohnenhangar, bitte. Bevor ich das gleich vergesse. Alle stapeln. Drohne ist im Drohnenhangar. Da ist sie. Wir docken an. Das können wir schließen. Was haben wir hier? Ja, 50.000 Dinge haben sich geändert. So, Drogenlabor ist futsch. Lager ist futsch. Leider nichts gefunden im Lager. Schade drum. Aber ist halt so. Müssen wir mit leben. Sag ich mal. So, jetzt haben wir hier wieder 2 Stunden aufgenommen. Und ich sag mal. Ja, komm. Reicht. Wir brauchen jetzt nicht die letzte Mission auch noch Andockerlaubnis zwangsweise mitmachen. vergeben. Andockerlaubnis erteilt. Wir werden jetzt nicht zwangsweise noch die. Also die letzte Mission werden wir jetzt nicht machen. Das wird mir sonst ein bisschen zu spät, oder? Gehen wir erstmal hier rein und schmeißen das in den Gegenstandshangar, das in den Gegenstandshangar. Was haben wir hier gekriegt? Dass da alle stapeln. Fragen aber schon mal bei der nächsten Mission an. Falls Ihre Schilde und Panzerung abrufen, können Sie. Genau, das wissen wir. Wir sollen jetzt nämlich Wolf töten. Und das ist ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es mit unserem Schiff schaffen. Oder ob wir uns rotzfrech in die Catalyst klatschen. Also in den Zerstörer. Weil, wo haben wir sie? Die können wir noch nicht fliegen. Ach ja, galante Zerstörer Stufe 1 brauchen wir dafür. Können wir nicht. Okay. Aber ich sag mal, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich für jede Form der Aufmerksamkeit und der Unterstützung. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denne. Tschüss.